lehren möchte. Und der Zeigefinger wird jetzt genau 20 Sekunden in das Wasser getaucht, auch mein Kommando. Da geht ja mal mit dem Fächer an diese Wurzelpferde. An das Tiere sehen aus wie Schornsteine, manche sehen aus wie so ein Steinhaufen. Ich habe doch für euch alles vorbereitet. Ja, wir haben jetzt hier eine vierte Klasse, die den Lebensraum Bach untersucht. Wir sind ja in der glücklichen Lage, die Elsava fließt hier durch den Spessart und hat hier an dieser Stelle noch eine gute Gewässerqualität. Das heißt, wir werden die ganze Bandbreite von Unterwassertieren finden, die uns eine Wasserqualität so rund um die Note 2 zeigen. Die Kinder gehen in den Bach, drehen Steine um, suchen im Bachgrund und auch im freien Wasser nach den Lebewesen. Und anschließend werden wir im Labor diese Lebewesen bestimmen und untersuchen. Naja, die typische Bachtierwelt an der Elsava, das sind die Köcherfliegenlarven, die Eintagsfliegenlarven, die etwas selteneren Steinfliegenlarven. Wir haben von den Fischen her Bachneunaugen, Mühlkoppen. Es ist ein Eschengewässer, das heißt auch das ein Zeigertier für sehr sauberes Wasser. An der Insektenwelt, da finden wir Flusslibellen, die schönen blauflügeligen Prachtlibellen werden von den Kindern gefunden. Die Flussnapfschnecken, das sind so typische Bachbewohner im Spessart. Ich wusste gar nicht, dass die auch mal aussehen. Kannst du dann auch alle hier so hinlegen? Das nicht. Ich habe Angst, dass du wegkommst. Wir sehen sie zwar noch mit bloßem Auge, aber sie sind so klein, dass wir nicht wissen, ob das Tier 6 Beine hat, ob es 8 Beine hat, ob es gar keine Beine hat, ob es kleine Augen hat, ob es Fühler hat. Ihr könnt auch eine, wie heißt das Gerät? Pipette. Richtig, eine Pipette nehmen. Und dann stellt ihr das so ein, dass ihr einen hellen Kreis seht. Dann braucht ihr nicht mal ein Auge zuzupetzen. Gesundheit. Hinten hat es... Kann man glauben, zu fangen? Ich verstehe es nicht. So, dann nehmen wir als erstes diesen Käfer, wenn wir den drauf kriegen. Ja, ihr habt schon zu viel Wasser gesessen. Da geht ihr mal mit dem Fächer an diese Wurzelpferde, an das Uferrand und klopft das so ab.